Und moin, meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris, ich präsentiere euch für unseren YouTube-Kanal Modbox den Lizard 4100 vor. Ja, dieser, ja, ich sag mal, Fantasietraktor wird uns zur Verfügung gestellt von Vico Mods. Und der oder die Modder schreiben hier eine Motto-Schreibung, dass dieser kleine Traktor für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können uns den Modder runterladen und nutzen. Ja, wenn euch unsere Modvorstellung gefallen, dann Däumchen nach oben da lassen, Kommentar da lassen, Glocke aktivieren, keine weiteren Mods verpassen, super. Und wenn euch für kaufbare Inhalte interessiert, schaut unter dem Video, habt ihr alle Links dazu. Wenn ihr die nutzt, unterstützt ihr mit Manus und den Entwickler selbst und wäre sehr schön. Und wenn ihr euch für True Farming 2 interessiert, schaut gerne mal bei Sebastian Rotwild vorbei und bei allen anderen würden wir uns sehr freuen. Ja, kommen wir zum Traktor. Ich muss sagen, ich fand das Bild sehr witzig, weil ihr seht dieses Spartanische. Ihr seht hier eine Autobatterie, also eine Batterie offen liegen, der Motor recht frei liegen. Also der Motor selbst, was ein brasilianischer Klassiker ist, ein ikonischer Kleintraktor. Also wer es weiß, kann es gerne mal rein, aber Lizard ist doch, glaube ich, eigentlich die Eigenmarke. Aber ich fand es halt ganz witzig, weil, wenn man einsteigt, man macht den Sound mal an. Ich mache Musik kurz aus. Finde ich sehr cool. Auch dass es hier vorne vibriert und so. Muss ich sagen, finde ich schon cool. Innensicht seht ihr, gibt es halt nichts, ne? Licht hat er. Aber fand ich halt sehr cool, muss ich sagen. Ja, ansonsten texturtechnisch, ihr seht es ja, Licht hat er, ein kleines Gitter vorne, der Motor ist voll animiert, finde ich sehr schön, der Fahrer ist komplett animiert. In den Kupplung treten tut er auch, Rückfahrscheinwerfer nicht. Hoppala. Aber blinken tut er auf jeden Fall. Das passt soweit. Ihr seht es ja, Licht hat er auch. Ist halt eher spartanisch und wahrscheinlich ein reines Arbeitstier. Ja. Schauen wir uns jetzt am Shop an. Im Shop gehen wir unter DLCs und Mods. Und da haben wir den Lizard 4100. So, der kostet standardmäßig mit 45 PS und 25 km/h schnell, kostet er 4500. Jetzt könnt ihr die Reifenvariante noch ein oder andere Mineralgewicht, ne, wie weit die ausstehen sollen, könnt ihr konfigurieren. Ein Netz habt ihr, also Netz, ein Gitter vorne, könnt ihr sagen ja oder nein. Ihr könnt sagen ein Dach. In Brasilien natürlich nicht so verkehrt, mit Arbeitslicht oder ohne Arbeitslicht. Dann könnt ihr sagen Gewicht vorne, ja oder nein. Auspuff gibt es dann, ich gehe es mal kurz durch. Die Möglichkeiten gibt es da. So, dann habt ihr Rücklicht, gibt es Standard, also keine. Obwohl hier oben hat er die beiden Rücklichter, das ist wahrscheinlich gemeint. Ihr könnt eine Arbeitslampe hinzufügen. Rücklicht mit Arbeitslicht. Und nur beide Rücklichter, also so wie ihr es haben möchtet, könnt ihr euch konfigurieren. Ja, und die Hauptfarbe könnt ihr in den typischen Farben ändern. Ne, also wenn ihr eher so der, keine Ahnung, Fan-Freund seid, macht euch den Fan. Ne, dann macht ihr eine rote, ja, macht die Folge nicht, eigentlich braucht ihr die Fan-Farbe, wo haben wir sie? Da, Fan. Ne, habt ihr quasi ein, ja, gemobster Fan. Und das Nummernschild. Ja, wenn ihr das Bild durchkonfiguriert seht, dann kommt nochmal 5650 dazu. Also ist teurer als Traktor selber, die Option. Und dann habt ihr quasi für 10.150 diesen süßen kleinen schnuckeligen Traktor. In diesem Moment hier in dem Fan-Design. Ja, natürlich ist er mit seiner Leistung, mit den 45 PS, arg eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz fand ich ihn sehr witzig und wollte euch den natürlich auch vorstellen. Ja, und mehr kann ich zu dem Traktor auch nicht sagen. Außer, dass, wenn es euch gefallen hat, gerne dann noch oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Das wisst ihr ja. Schaut unter dem Link in die Videos. In die Links, falls ihr euch kaufbare Inhalte gönnen möchtet, ne, unterstützt den Manus und Entwickler, wäre sehr cool. Und in diesem Sinne sage ich tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Christoph von Modbox, ciao.